Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer traumhaften neuen Folge Minecraft Hour hier auf diesem Kanal. Sehr schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir legen hier auf unserem ME-Controller direkt wieder los. Hat die Kamera wieder gewackelt? Ich glaube ja, das hat sie. Meine Freunde, herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Und heute in der Folge soll es komplett nur um das Thema Autocrafting mit Applied Energistics gehen. Und wir machen diese Handbewegungen dazu, dann kommt das einem nämlich nochmal ganz speziell und ganz besonders vor. Dabei ist es eigentlich nichts Großartiges. Es ist eigentlich relativ simpel. Wenn man das Ganze ein paar Mal gemacht hat, dann weiß man das eigentlich relativ auswendig, wie das geht. Trotzdem habe ich in der letzten Folge einen kleinen Fehler eingebaut und den werden wir jetzt auch gleich korrigieren. Denn wir haben in der letzten Folge ja versucht, eine kleine Autocrafting-Unit zu machen und ich habe diese wieder im Prinzip abgebaut. Die hatten wir hier mit angeschlossen. Und wir gehen das Ganze nochmal durch. Und bevor wir weitermachen, noch eine ganz, ganz kurze Info für euch. Ich habe den ME-Controller jetzt doch in einem 7x7-Pattern unten wie oben gebaut. Und wie habe ich das gemacht? Ich habe nicht den Boden der gesamten Base um einen Block nach unten gesetzt. Ich habe einfach den ME-Controller mit in den Boden reingebaut. Das heißt, wir haben jetzt quasi, hier ist unser erster Block, also hier im Prinzip. Und dann kommt der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte, der sechste und der siebte ist halt im Boden. Deswegen sieht man hier im Prinzip jetzt dieses Layout. Dafür haben wir jetzt aber hier quasi einen sauberen und synchronen auf beiden Seiten, wie oben wie unten im Prinzip gleichen ME-Controller. Und das hatte ich das letzte Mal angesprochen. Jetzt haben wir hier in der Mitte dieses 3x3-Feld, dann drumherum das 5x5 und da außenrum dann quasi das 7x7. So, jetzt ist das, wie gesagt, einfach auf beiden Seiten gleich, oben wie unten, mit dem kleinen Unterschied, dass wir halt hier den kompletten ME-Controller sehen und hier sehen wir halt leider nur, ich sag mal, die linke Wand und die rechte Wand, aber oben und unten ist halt im Boden und in der Decke verschwunden. Aber das ist jetzt nun mal so. Ich finde, sieht trotzdem sehr gut aus. Also wenn man sich das so von Weitem anguckt, ich finde, das kann sich definitiv sehen lassen. So, Thema Autocrafting. Wir hatten letztes Mal ja miteinander versucht, eine kleine Autocrafting-Unit zu bauen und in unser ME-System zu integrieren. Wir konnten auch schon ein Rezept bestellen, aber dieses Rezept wurde nicht wieder ins ME-System importiert. Und das lag ja daran, dass wir kein ME-Interface an den Molecular Assembler angeschlossen hatten. Deshalb werden wir das Ganze jetzt nochmals wiederholen und dazu schnappen wir uns zuallererst ein Kabel, zum Beispiel so ein Dense Cable. An dieses Dense Cable können wir zum Beispiel unsere Autocrafting-Einheit setzen. Danach zum Beispiel den Monitor, danach zum Beispiel den Co-Processing Unit, einmal oben drauf und dann wäre das hier Schritt Nummer 1. So, dann bräuchten wir einmal unser ME-Interface und den Molecular Assembler. Ich würde aber dazu im Prinzip nochmal ein separates Dense Cable benutzen wollen. Ich denke, dass wir da auch noch ein paar, ich nehme das jetzt zur Veranschaulichung farblich getrennt, das heißt, für dieses Autocrafting-Unit, was wir hier gecraftet haben, haben wir ein weißes Kabel genommen. Und jetzt nehmen wir ein graues Kabel. Das sieht dann so aus. Und da schließen wir jetzt im Prinzip unser Interface an. Und da drauf setzen wir unseren Molecular Assembler. So. Das müsste im Prinzip auch schon ausreichen. Hier, mal gucken. Ne, hier wird gar nichts angezeigt, was die verbleibenden Channel angeht, aber das ist nicht schlimm. Okay, so, also wir haben jetzt hier im Prinzip unsere Autocrafting Unit mit der 64K Crafting Storage, Co-Processing Unit, Crafting Monitor und hier haben wir jetzt unseren Molecular Assembler angeschlossen an einem ME-Interface, denn das ME-Interface ist ja im Endeffekt der Block, der dafür sorgt, dass die Items auch wieder zurückkommen ins ME-System, ne? Also wenn man sich wie so einen Kreislauf vorstellen möchte, dann ist es so, dass wir, wenn wir eine Bestellung tätigen, über dieses Kabel die Bestellung hier drin ausgelöst wird. Hier wird sie gecraftet und wieder zurückgeschickt über dieses Kabel ins ME-System. So, so viel dazu. Und dann ein weiteres, ja, es ist eigentlich ist es kein Fehler gewesen, das war schon richtig. Aber wir haben ja hier in dem Terminal, hier in diesem Pattern-Terminal, haben wir hier ein Rezept für eine Crafting-Bench, also für ein Crafting-Table, encodiert, also aus diesem Blank Pattern ein Encoded Pattern gemacht und das haben wir dann hier im ME Interface Terminal in unseren ME Drive gesetzt. Das ist aber der ME Drive, der hier hinten sitzt, also im Prinzip hier, der hier an dem ME Drive angeschlossen ist. Dieser ME Interface liegt hier am ME Drive und wenn wir hier reinschauen, dann ist hier unser Encoded Pattern drin. Das hole ich mal hier wieder raus, denn das brauchen wir ja beim Molecular Assembler. Da macht das ja deutlich mehr Sinn, denn dort wollen wir ja das Autocrafting betreiben. Das heißt, ich schmeiß
unser Encoded Pattern für die Craft, fürs Crafting Table hier rein. Dann können wir hier aufs ME-System zugreifen, klicken dann hier wieder auf unsere Crafting Table, bestellen uns jetzt hier einfach mal 10 Stück. Ich sage Next. Er hat alle nötigen Rohstoffe im Inventar, das heißt, das Rezept kann abgearbeitet werden. Wir drücken auf Start und dann sollten wir jetzt im Prinzip Crafting. Da, tada! Da sind schon die 10 Crafting Table, ohne dass wir manuell irgendwas machen mussten. Das ging jetzt im Prinzip komplett automatisch von alleine. Wir könnten jetzt theoretisch auch sagen, wir craften jetzt ein etwas größeres Rezept, zum Beispiel aus Cobblestone. Wie macht man denn nochmal Mauern? Ne, wollen wir Mauern machen? Oder machen wir was anderes? Lasst mich mal ganz kurz ein ganz simples Rezept, was wir in großen Mengen machen können, überlegen. Wir könnten zum Beispiel hergehen. Wir könnten zum Beispiel hergehen und könnten uns aus... Ne, Mauern ist Quatsch. Mauern ist Quatsch. Wir können uns Slabs machen zum Beispiel. Aber nee, es ist auch unnötig. Machen wir uns doch gerade dieses Compressed Cobblestone. Das sieht so aus, das heißt 9-mal Cobblestone im Crafting Terminal gibt quasi ein Compressed Cobblestone. Das heißt, dafür definieren wir jetzt ein Rezept und das machen wir wieder hier im ME Pattern Terminal. So, wir haben hier wieder unsere Blank Patterns drin, das heißt, das sind die unbeschriebenen Platten. Jetzt nehmen wir hier wieder Cobblestone, ein Stück im Prinzip reicht und dann sagen wir so, alle 9 Felder gefüllt, gibt einmal Compressed Cobblestone. Ich encodiere einmal dieses Blank Pattern, habe dann hier ein Encoded Pattern und das kann ich jetzt hier in unseren Molecular Assembler mit dazugeben. Und jetzt hätten wir, ich zeige euch das einmal kurz von unten, diese zwei abgespeicherten Disketten liegen jetzt hier drin. Also in diesem ME-Interface, welcher an den Molecular Assembler angeschlossen ist, hier sind jetzt diese zwei Crafting-Rezepte, die wir jetzt hier eingespeichert haben. So, das heißt wiederum, wir können jetzt hier ins ME-System gehen. Können sagen Compressed, passt auf, wir machen das so, Compressed Cobblestone, damit ihr es seht. So, da haben wir jetzt, wir bekommen jetzt gerade vom ME-System angezeigt, was wir im System drin haben und was man craften kann. Wenn wir von einem Item nichts im ME-System haben, es aber craftbar ist, also wenn wir es über unser Autocrafting bestellen können, dann wird hier Craft angezeigt, aber nicht die Anzahl, weil wir haben 0 Stück davon. Wir können uns jetzt aber dadurch, dass wir hier draufklicken, eine Menge bestellen, die wir frei wählen können. Wir sagen zum Beispiel, ich will jetzt 100 Stück. Dann sage ich Next. Er sieht, aha, für diese 100 Compressed Cobblestone brauche ich 900 Cobblestone. Die haben wir, also kein Problem. Dann sagen wir Start. Und dann wird hier das Compressed Cobblestone fleißig vor sich hingecraftet. Hier im Monitor wird angezeigt, wie viele gerade gecraftet werden, wie viele noch fehlen. Hier wird das Ganze zusammengeschmissen und übers ME-Interface wieder in unser Inventar eingegeben. Das heißt, wenn ich hier Compressed eingebe, dann sehen wir jetzt hier, wie die Anzahl der Compressed Cobblestone sich erhöht, dadurch, dass das ME-System durch das Autocrafting im Hintergrund dieses bestellte Rezept einfach abarbeitet. Also eigentlich ist es ganz, ganz simpel. Nochmal ganz kurz zur Wiederholung. Wir brauchen eine Crafting Storage, wir brauchen einen Co-Processing Unit, wir brauchen wahlweise, nicht unbedingt, aber so zur Veranschaulichung finde ich es eigentlich ganz cool, einen Crafting Monitor. Diese drei Blöcke ergeben zusammen eine Multiblock-Struktur. Wie wir diese anordnen, ist völlig egal. Man könnte jetzt auch hergehen und den Co-Processing Unit nach unten setzen und das Crafting Storage nach oben oder in die Mitte. Das ist völlig wurscht. Spielt im Prinzip keine Rolle. Wichtig ist nur, dass sich die Texturen so miteinander verbinden. Wenn wir zum Beispiel einen Block wegbauen, dann seht ihr, dann ist dieser Co-Processing Unit jetzt vom Design her schon ganz anders. Also man sieht, dass er mit keinem anderen Block eine Verbindung eingeht. Wenn wir jetzt hier den Monitor wieder hinsetzen, dann sehen wir, aha, okay, das hat sich jetzt alles miteinander verbunden. Perfekt. Genauso wollen wir es haben. So, das ist Schritt 1 fürs Autocrafting. Schritt 2, molekulare Assembler. Das sind die Teile, die im Prinzip das Crafting-Rezept vereinen. Also die machen im Prinzip die Arbeit und vercraften das Zeug. Und dann brauchen wir noch ein ME-Interface, was an den Molecular Assembler angeschlossen ist, zusammen mit einem Kabel an unserem ME-Controller, damit das Ganze dann wieder den Weg zurückfindet in unser ME-System. Und das war's schon. Das ist im Prinzip das ganze Hexenwerk, was Autocrafting anbelangt. Und jetzt gibt es, so sage ich zumindest immer, zwei verschiedene Arten von Autocrafting. Denn es gibt zum einen diese Encoded Patterns, die ein Rezept beinhalten, was Minecraft uns vorgibt. Also, was ich damit meine ist, wir wissen alle, wenn wir
einen Baumstamm einzeln in unser Crafting-Menü legen, gibt das 4 Holzbretter, also 4 Planks. Wenn wir 2 Planks übereinander setzen, gibt das 4 Sticks. Also das sind alles vorgegebene Rezepte von Minecraft. Was es jetzt noch zusätzlich gibt und wo das Autocrafting von Applied Energistics wirklich sehr, 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 sehr interessant wird, sind diese sogenannten Processing Patterns. Also wir können uns im Prinzip die Crafting Patterns machen. Das sind, wie gesagt, diese vorgegebenen Rezepte von Minecraft. Es gibt aber auch Processing Patterns. Und das ist sehr, sehr interessant. Da wir, ich weiß nicht, wenn die Zeit reicht, aber ich denke, wir liegen noch sehr gut in der Zeit, werden wir versuchen, mal ein Processing Pattern heute zu machen, damit wir das mal ganz exemplarisch als Beispiel auch mal gemacht haben und mal sehen, wie das funktioniert. Ich würde jetzt an der Stelle, damit wir da auch gleich den richtigen Platz für haben, hier einmal aufgraben und ihr werdet gleich sehen, warum. Denn wir möchten theoretisch unsere erste Maschine, die wir mit an unser ME-System hängen, die möchten wir hier in der Wand drin stecken haben. Also hier im Prinzip, diese Wand wird, da werden die Maschinen hinkommen, die dafür zuständig sind, die Prozessoren bzw. die Circuits von Applied Energistics zu craften. Also ihr wisst sicherlich noch, was ich meine. Es gibt ja in Applied Energistics die Logic-Prozessoren, die Engineering-Prozessoren und die Calculation-Prozessoren. Und diese Prozessoren, die werden wir hier in dieser Wand automatisieren, sodass wir sie im ME-System einfach nur bestellen müssen. Das heißt, wenn wir sagen, hey, ich will 100 Logic-Prozessoren, drück auf den Knopf und dann geht das Ganze los und wird automatisch gecraftet. Und jetzt kommt das mit den Processing-Patterns ins Spiel. Denn ihr wisst ja, was ich gerade erzählt habe, die vorgegebenen Rezepte von Minecraft sind easy. Dafür machen wir uns ein Rezept und schmeißen das irgendwo in einen Molecular Assembler und los geht's. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte 100 Logic-Prozessoren, woher weiß jetzt das System, was es tun muss? Beziehungsweise, es gibt ja kein festgelegtes Rezept von Minecraft, was wir einfach hier so im Crafting-Menü oder in der Crafting-Bench craften können. Wir brauchen ja dazu mal Maschinen. Also, falls ihr nicht mehr wisst, was ich damit meine, ich zeige es euch nochmal kurz. Wir haben ja hier diesen Advanced Inscriber und in diesem Inscriber können wir diese Logic-Prozessoren machen. Da sind übrigens gerade noch 29 Stück drin, die können wir uns auch gleich wieder in unser System schmeißen. So, und jetzt gilt es im Prinzip, oder es geht darum, diese Advanced Inscriber zu automatisieren. Und das können wir eben mit diesen Processing Patterns machen. Auch hier zeige ich es euch nochmal ganz kurz. Im Prinzip hier nicht die Crafting Patterns, sondern hier umstellen auf Processing Pattern. Und wir fangen jetzt einfach mal an und ich erkläre ein bisschen nebenher dabei. Und dann schauen wir mal, wie weit wir damit tatsächlich kommen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Zeit dafür reicht. Aber ich würde natürlich schon gern ein bisschen was in der Richtung mit euch machen. Denn das ist so das, wo ich sage, da ist halt Applied Energistics, die Mod an sich, einfach unschlagbar. Also das ist, also ich würde sogar behaupten, Applied Energistics ist meine absolute Lieblingsmod. Eben wegen solchen Dingen. Autocrafting ist halt, das kannst du es dir nicht vorstellen. Es ist einfach heftig. Wenn wir jetzt hier, gut, ich muss jetzt im Prinzip nur entscheiden, sagen wir mal, die erste Maschine platzieren wir hier. Wir brauchen insgesamt 4 Maschinen, deswegen würde ich sagen, wir lassen hier 2 Blöcke frei. 1, 2, 3, 4. Und dann haben wir auch 2 Blöcke frei, dann ist das sozusagen mittig. Das heißt, wir haben jetzt hier den Platz für unsere 4 Maschinen. Was ich mit den 4 Maschinen meine, das zeige ich euch auch gleich. Wir machen hier nochmal ein klein wenig Platz. So, 1, 2, 3 und 1, 2, 3. Und dann machen wir hier noch kurz Platz, damit wir das hier auch noch wegmachen. So, und dann haben wir hier einen schönen Serviceraum, den wir begehen können, um dann quasi hinter die Kulissen zu blicken. Also das Ganze, die ganze Technik dann im Hintergrund dann auch begutachten zu können und warten zu können, falls mal irgendwas kaputt gehen sollte, dass wir auch irgendwo ein bisschen Platz haben, um danach zu schauen. So, folgendes. Ich würde mir, damit wir ein bisschen Zeit sparen, einfach den Advanced Inscriber schnappen, den wir hier oben haben. Den schnappe ich mir. Und den setzen wir jetzt im Prinzip einmal, passt auf, das alles brauche ich jetzt hier nicht. Wir nehmen uns den ersten Advanced Inscriber und platzieren den hier. So, das ist unser erster Advanced Inscriber. Die untere Blockreihe, die kann ich auch mal wegmachen, denn die brauchen wir jetzt erstmal auch nicht. Die brauche ich aber. So, und nun brauchen wir natürlich ein Kabel. Und dieses Kabel muss natürlich seinen Weg zu dem Advanced Inscriber finden.
sehr logisch. Also wir müssen jetzt natürlich das, diesen Advanced Inscriber mit unserem ME-System verbinden. Deswegen habe ich hier schon mal einen Kanal gezogen, damit wir hier ein Kabel anschließen können und das Ganze dann miteinander verbinden. Das heißt, wir schnappen uns Dense Cable. Wir haben hier von den White nicht mehr sehr viele, aber dann machen wir uns eben noch ein paar. So, wir sagen, ich glaube mit Bone Meal ging das, glaube ich. Konnten wir mit Bone Meal, zack, konnten wir uns Dense Cable machen. 56 Stück an der Zahl hat das jetzt gegeben. Und wir haben ja noch 14 Stück im Inventar. So, das heißt, wir haben jetzt ein paar Dense Cable, die wir benutzen können. Und die setzen wir jetzt hier im Prinzip einfach hin. So, das ist im Prinzip der Hauptstrang, der jetzt hier unsere, ich sag mal, unsere Advanced Inscriber versorgen soll. So, ich baue das jetzt hier auch alles mal ab. Denn wir werden ja diesen Platz hier brauchen für das Kabel. Und dann müssen wir kurz schauen, wie wir dann die restliche Kabelversorgung dann machen. Wir können ja, ihr wisst ja, mit den Fassaden können wir alles dann wieder nachher schön zudecken. Aber jetzt für den Anfang müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen. So, jetzt haben wir hier unseren Advanced Inscriber. Wir könnten jetzt, Moment, habe ich Smart Cable noch? Smart Cable, da haben wir 19 Stück Fluix. Da könnten wir uns sicherlich auch weiße craften, damit das im selben Netzwerk läuft oder auch mit derselben Farbe. Also auch hier wieder mit Bone Meal. Genau. So, 16 Mal. Das sollte für den Anfang so mal reichen. So, wenn wir jetzt hier Smart Cable anschließen, dann verbindet der sich automatisch mit dem Advanced Inscriber. Das heißt, dieser von diesen 8 Channel müsste eigentlich theoretisch einer belegt werden durch diese Maschine. Außer es ist so eine Spezialmaschine von Applied Energistics, die keine Channel verbraucht. Aber da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber was auf jeden Fall Channel verbrauchen wird, sind die Import- und Exportbusse, die wir benötigen werden, um hier das Zeug automatisch reinzuleiten. Denn wir wissen ja, das zeige ich euch auch nochmal ganz kurz, wenn wir einen Logic Circuit haben wollen, also diese Vorstufe von dem Logic Prozessor, wenn wir so einen Logic Circuit haben wollen, müssen wir ja mit der Inscriber Logic Press und einem Gold Ingot ein Printed Logic Circuit machen. So, und jetzt kommt der spannende Teil mit diesen Processing Patterns. Denn wir müssen jetzt hergehen und wir schnappen uns jetzt mal einmal zum einen die Logic Press. Das ist die hier. Dann wollen wir mal ganz kurz das Zeug hier aus dem Inventar weg, das wir hier nicht brauchen. Denn das stört hier nur Marble. So, also wir brauchen auf jeden Fall den Inscriber mit der Logic Presse, also Logic Press. Dann brauchen wir ein Goldingot und das gibt, ich nehme mal zwei mit Absicht, ich zeige euch gleich warum. So, wenn wir jetzt also hier in unseren Advanced Inscriber die Logic Presse reinhauen und danach noch ein Goldingot, dann craftet er ein Printed Logic Circuit. So, und jetzt wird spannend, Freunde, jetzt müsst ihr wirklich aufpassen, denn jetzt wird es wirklich interessant. Wir gehen jetzt hier wieder an unser ME Pattern Terminal, sagen hier nicht Crafting Pattern, sondern Processing Pattern und sagen dem Ding jetzt, aus einem Goldingot machst du einen Printed Circuit. Das kann man jetzt komplett, also frei Schnauze machen, aber man muss es natürlich so machen, wie es nachher auch tatsächlich gecraftet werden muss. Also ich könnte jetzt nicht sagen, aus einem Gold und einem Laboratory Block, Moment, passt auf, so. Ich könnte jetzt nicht sagen, aus einem Laboratory Block und einem Goldingot machst du ein Printed Circuit, weil das würde im Advanced Inscriber schlichtweg nicht funktionieren. Das heißt, ich muss sagen, ein Goldingot gibt ein Printed Logic Circuit. Mach daraus ein Processing Pattern und knall das hier rein. So, das ist Schritt Nummer 1. Jetzt haben wir hier ein Encoded Pattern mit einem sogenannten Processing Pattern. Das ist Schritt Nummer 1. Jetzt gibt es ja noch... Moment, wir machen erstmal Schritt 1, bevor wir mit dem nächsten weitermachen. So, jetzt haben wir dieses Encoded Pattern und dieses Encoded Pattern müssen wir jetzt natürlich wir müssen dieses Encoded Pattern hier mit unserem Advanced Inscriber irgendwie verknüpfen. Also er muss wissen, wenn wir im System solche Logic Circuits bestellen wollen, dass wir dann, dass er dann diese benötigten Items hier reinschicken soll, damit dieser die entsprechend craftet. So, dafür brauchen wir folgende Dinge. Wir gehen mal hier nochmal an unser ME-System und sagen zum einen Import Bus. Das ist der ME-Import Bus. Der wird so gecraftet. Da haben wir jetzt leider keine Sticky Pistons, aber das könnten wir theoretisch relativ einfach machen. So, machen wir uns mal direkt ein paar Stück.
So, wir nehmen jetzt testweise einen Import-Bus und wir nehmen einen Export-Bus. Beziehungsweise eigentlich macht ein Interface mehr Sinn. Interface, und zwar in dem E-Interface. Und das im E-Interface, das kann man aus dieser quadratischen Form einfach nochmal ins Inven also in das Crafting-Menü legen und bekommt dann so eine dünnere Form davon. Ist aber derselbe Block im Endeffekt. Nur, dass das eine halt einen kompletten Block ausfüllt und das andere ist halt mehr so ein etwas flacheres. Aber ihr werdet es gleich sehen. So, wir schnappen uns jetzt also unser ME-Interface, klatschen das hier hinten dran an unser Advanced Inscriber, verbinden diesen dann mit einem Kabel hier, mit dem Strang, der von hier unten runterkommt. Jetzt haben wir auch hier einen Channel, der genutzt wird von 8. Das heißt, dieses Interface verbraucht einen Channel und wir können über diesen Strang insgesamt 8 Channel mit dranhängen. So, das ist jetzt Schritt Nummer 1. Schritt Nummer 2 ist, wir gehen jetzt hier von hinten an dieses ME-Interface, machen Rechtsklick und nehmen jetzt dieses Processing-Pattern und legen das hier rein. Schritt Nummer 1. Das heißt, wenn wir jetzt in unserem ME-System sagen, ich möchte gerne, keine Ahnung, 64 Logic Circuits haben. Also Logic Circuits sind diese Teile hier, die man aus einer Logic Presse und einem Gold Ingot macht. Dann müssen wir jetzt sagen, die Logic Presse lassen wir einfach für immer und ewig jetzt einfach hier drin stehen. Und dann schickt das ME-System durch diesen Kabelstrang die Gold Ingots hier rein. Durch dieses ME-Interface schickt er hier das Gold Ingot rein und dann würde der Advanced Inscriber ja automatisch anfangen, diese Printed Logic Circuits zu produzieren. Das ist Schritt Nummer 1. Und ähnlich wie beim Autocrafting unten, wo der ME-Kern ist, muss das Ganze auch wieder zurückgeleitet werden in unserem E-System. Und das machen wir mit einem Export-Bus, beziehungsweise mit einem Import-Bus, sorry. Denn ein Import-Bus importiert in das ME-System, ein Export-Bus exportiert aus dem ME-System. Und wir wollen ja das fertig gecraftete Item wieder ins ME-System importieren. Deswegen nehmen wir einen Import-Bus. Dazu werden wir das untere Kabel hier einmal wegnehmen. Zack. Setzen hier den Import-Bus dran. Und der hat jetzt auch hier ein Interface, ist aber im Prinzip nicht notwendig. Also man könnte jetzt hier ein Item definieren und sagen, du sollst bitte immer Printed Logic Circuits wieder importieren. Also wenn er hier Logic Circuits fertig gecraftet hat, tut dieser ME-Import-Bus die Logic Circuits wieder zurückschicken ins ME-System. Und das müssen wir natürlich jetzt auch mit dem Kabel so verbinden. Und der wird jetzt sicherlich auch einen Channel brauchen. Das heißt, vorhin hatten wir einen Channel, der belegt war. Jetzt haben wir zwei Channel, die belegt sind. Und das wird uns auch hier angezeigt in dieser What am I looking at? Also, nee, warte mal, die Mod heißt ja anders. Die heißt The One Probe mittlerweile. Also in der Mitte, rechts im Bild, seht ihr, dass 2 von 8 Channel verbraucht werden. Wenn nicht gerade eine Fledermaus durchfliegt, dann sieht man das sehr gut. So, und jetzt testweise, damit ihr seht, dass das auch funktioniert, gehen wir in unserem E-System, gehen hier wieder auf Craftable. Also wir sehen jetzt hier, diese drei Sachen können wir uns mit unserem Autocrafting schon automatisch craften lassen. Dann sagen wir Printed Logic Circuits. Ich will davon 120 Stück als Beispiel. Dann sage ich Next. Und dann errechnet das System wieder, aha, für 120 Printed Logic Circuits benötige ich 120 Gold Ingots. Die sind da, also wir sind ready, wir können loslegen. Dann drücke ich hier auf Start. Und jetzt seht ihr schon von außen, fängt dieser Advanced Inscriber an, diese Printed Logic Circuits zu produzieren. Und die werden dann auch direkt wieder rausgesogen, denn unser Import-Bus importiert die fertigen Items direkt wieder in unser ME-System. So sollte es theoretisch sein. Was ich jetzt nicht verstehe, ist, warum er jetzt hier nicht weiterarbeitet. Das ist etwas fraglich. Ich wüsste nicht, dass ich irgendwas vergessen habe. Vor allem, er hat kurz angefangen zu arbeiten und dann hat er einfach wieder aufgehört. Das ist ja irgendwie eine Sauerei. So, also 4 Stück hat er jetzt gecraftet und dann hat er einfach aufgehört. Das heißt, wir können auch immer in der Zwischenzeit einmal hier in den Crafting-Status gucken. Und dann schauen, hey, was ist eigentlich bei dir los? Wo hängt's? Was ist denn dein Problem? Das Problem an für sich ist jetzt so für mich nicht erkennbar, tatsächlich. Also, er hat eigentlich alle nötigen Items, aber irgendwie will er hier nicht weitermachen. Das ist ja seltsam.
stimmt denn hier nicht? Was ist denn dein Problem? Eigentlich war das doch genau so. Also mit dem Processing Pattern. Also ihr habt ja gesehen, am Anfang hat es ja kurz funktioniert und dann nicht mehr. Also da müsste ich dann tatsächlich schauen, was für Probleme hier das ME-System gerade mit dem Rezept hat. Denn eigentlich sollte das relativ easy funktionieren. Komisch. Okay, also da werde ich offscreen danach schauen, was da jetzt genau das Problem ist. Warum das jetzt nur ganz kurz funktioniert hat und dann nicht mehr. Das ist tatsächlich sehr, sehr seltsam. Man kann den Crafting-Prozess auch abbrechen, indem man hier auf Cancel geht. Dann ist das eigentlich wieder gecancelt. Hat er keinen Strom oder was ist los? Warte. Nee, der ME-Controller läuft noch. Was ist denn gerade sein Problem? Könnt ihr mir das verraten? Nee, ihr wisst es auch nicht, ne? Komisch. Also er läuft halt nicht mehr. Auch die Energie wird nicht weiter aufgefüllt. Was ist denn los mit dir, Kollege? Du brauchst doch keinen Strom. Du bist doch ein Inscriber. Ein Inscriber braucht doch keinen Strom. Oder brauchst du Strom? Kann mir gar nicht vorstellen, oder? Also wir könnten es mal kurz probieren, indem wir den Quantum Entangloporter seitlich hier dran schmeißen, aber das macht meines Erachtens keinen Sinn. Nö. Das ist schon gesettet. Energy Eject ist off on auf allen Seiten. Ne, also irgendwas ist da komisch. Okay, dann muss ich mal danach schauen, was da tatsächlich das Problem ist. Wie gesagt, da komme ich jetzt so, sehe ich jetzt in erster Linie nicht, was da der Fehler ist. Auf jeden Fall ist es jetzt so, dass wir hier mehrere Advanced Inscriber platzieren nebeneinander, 4 Stück nebeneinander. Dieser Inscriber wird zum Beispiel dafür zuständig sein, mit dem Inscriber Logic Press diese Logic Circuits zu machen. Ein zweiter Inscriber wäre dann dafür zuständig, zum Beispiel die Engineering Circuits zu machen. Ein dritter und so weiter und so fort. Also ihr wisst, was ich meine. Sodass wir quasi für jedes Item eine Maschine haben, die ausschließlich dieses Item produziert. Dadurch haben wir, wenn wir Autocrafting betreiben, einen viel schnelleren Prozess. Das heißt, wir bestellen und müssen nicht warten, bis jetzt die eine Maschine fertig ist, damit das nächste Item gecraftet werden kann, sondern wir haben viele verschiedene Maschinen, die alle Items craften können und das dann am besten gleichzeitig, und schneller kann man Autocrafting im Prinzip dann nicht betreiben. So wäre das Vorhaben. Wie gesagt, ich bin mir jetzt hier nicht sicher, was hier sein Problem ist. Warum er... Ah, Moment. Ich weiß sehr wohl, was das Problem ist. Wir brauchen noch ein Smart Cable, was den Inscriber direkt berührt. Denn im Prinzip haben wir jetzt nur Smart Cable an dem Interface und an dem Import Bus, aber keins direkt am Inscriber. Das ist das Problem. Das heißt, wenn wir jetzt, passt auf, hier noch eins hinsetzen und hier, dann bekommt er wieder seine Power. Jetzt, gut, jetzt ist er bei 0%, aber wenn wir jetzt zum Beispiel hier ein Goldding reinlegen, zack, dann ist das gleich erledigt. Perfekt. Also, ja. Puh. Gott sei Dank. Ich dachte schon, irgendwas ist hier faul. Aber dann ist es ja Gott sei Dank relativ easy. Man kann diesen Inscriber dann natürlich, je nachdem, wie es besser aussieht, auch einen Block tiefer setzen. Ich hatte das jetzt nur hier hochgesetzt, damit wir hier nach oben 2 Blöcke Abstand haben und hier nach unten dann nur einen, bis diese Ventilatoren kommen, ne? Aber das muss man dann sehen, schlussendlich, was dann besser aussieht. So, wir sind jetzt wieder bei 28 Minuten, also eigentlich schon wieder zu lang unterwegs heute. Aber bei Autocrafting lohnt es sich, sich ein bisschen Zeit zu nehmen, das Ganze mal in Ruhe zu betrachten und zu schauen, wie das Ganze tatsächlich funktioniert. Vor allem hier mit diesem Interface und mit diesem Import-Bus und dass halt die Maschinen auch nochmal extra am Kabel mit angehängt sein müssen, damit sie funktionieren. Deshalb nehmt euch da die Zeit. Pausiert das Video, macht langsam, guckt es euch in Ruhe an und dann kriegt ihr das easy auch selber hin, auf jeden Fall. Und nochmal zum Abschluss, ganz kurz nochmal der Test. Das heißt, wir gehen hier nochmal auf Stored und Craftable, sagen Circuits und wir haben jetzt hier 6 Printed Logic Circuits. Wenn wir, wie war denn nochmal das Shortcut, um hier zu craften? War das mit Rechtsklick? Nee, ich weiß es gar nicht mehr. Gab es da überhaupt einen Shortcut für? Nö, ich weiß es nicht. Okay, also wir können im Prinzip hier sagen, Stored Items oder Craftable. Printed Logic Circuits sind Craftable. Wir machen uns jetzt hier 64 Stück, sagen Next. 64 Goldingots hat er im Inventar, deshalb gibt er das Rezept hier frei. Wir sagen Start und dann geht's hier schon los.
Das heißt, jetzt bekommt er auch dauernd Energie, weil hier das Kabel mit angeschlossen ist. Das war der Fehler vorhin. Das ist das, was zum Fehler geführt hat. Und jetzt craftet er hier halt eben seine 64 Logic Circuits fröhlich vor sich hin. Und wir können hier im ME-System zuschauen, wie die Anzahl der Circuits im Prinzip steigt, bis eben das Rezept abgearbeitet ist und dann ist der Prozess beendet. Und ja, nochmal ganz wichtig, auch zum Abschluss, bevor wir die Folge beenden, denkt bitte dran, dass wenn ihr die Patterns erstellt im Pattern Terminal, dass wenn ihr solche Prozesse durchführen wollt, also ein Gold-Ingot gibt am Ende ein Logic-Circuit, dann müsst ihr ein Processing-Pattern machen und das Processing-Pattern kommt dann hier hinten in das ME-Interface und wird hier mit reingeschmissen. So, und dann solltet ihr good to go sein und ihr seht, zack, wir sind fertig. Wir haben alle 64 Circuits jetzt in unserem Inventar. Jetzt sind es sogar 70, weil wir da vorher schon hatten. Und hier kommt Nummer 72 oder 71 in dem Fall. Genau, das Gold kann zurück. Und genau, dann werde ich im Prinzip diese Advanced Inscriber noch weiter automatisieren und noch mehrere craften und die dann alle schön nebeneinander stellen. Und dann können wir schlussendlich dann diese ganze Circuits und so weiter automatisieren und können uns am Ende dann sogar, also man kann das Spielchen im Prinzip so weit treiben, dass wir uns am Ende fertige 64K-Festplatten bestellen können und dann einfach nur noch auf den Knopf drücken müssen und sagen, ich will gern, keine Ahnung, 50 64K-Festplatten für unsere ME-Drives, damit wir mehr Speicherkapazität bekommen später, denn die werden wir sicherlich auch noch brauchen. Wir werden sicherlich noch die ein oder andere Query dann auch noch laufen lassen. Aber dann wisst ihr auf jeden Fall mal Bescheid, wie das Ganze läuft, wie das Ganze funktioniert. Und ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Bedanke mich wieder mal bei euch fürs Zusehen und würde mich natürlich freuen, euch beim nächsten Mal auch wieder begrüßen zu dürfen hier auf meinem Kanal bei diesem wunderbar traumhaften Modpack von Minecraft. Minecraft Our Way auf diesem Kanal. Schön, dass ihr da wart, Freunde. Bleibt gesund, passt auf euch auf, wie immer. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.